Das, was die Erde getroffen hat, waren die Vorboten eines riesigen Asteroiden, der die gesamte Menschheit bedroht. Unsere Berechnungen haben ergeben, dass wir nur noch 18 Tage haben, den Asteroiden zu zerstören und die einzige Möglichkeit, dies zu tun ist, ihn aufzubohren und von innen heraus zu zersprengen. Dazu brauchen wir den besten Bohrspezialisten, den wir auf dieser Welt kriegen können. Irgendwelche weiteren Vorschläge? Wäre es nicht sinnvoller, Astronauten zu Bohrspezialisten auszubilden? Nein. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Gestern hat es Bohrer 5 so richtig böse verreckt. Er muss den Hebel ordentlich festziehen, da darf nichts wackeln. Ja. Wenn das jedes Mal passiert, können wir die ganze Scheiße vergessen. Klar? Jetzt holen wir den Bohrkopf. Was zur Hölle? Harry? Ich hab dir schon 1000 Mal gesagt, du sollst die Finger von meiner Tochter lassen. Harry, hör auf. Lass ihn in Ruhe. Das ist mein Leben. Es ist meine Wahl. Übertreib's nicht, Harry. Harry, erst morgen. Wer will das wissen? Wir haben gehört, Sie sind der Beste. Kommen Sie bitte mit. Heute spreche ich zu Ihnen nicht als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, nicht als gewählter Repräsentant dieses Volkes Gottes, sondern stellvertretend für alle Menschen dieser Erde. Uns steht eine schwere Zeit bevor. Ein gewaltiger Asteroid mit der Größe von etwa 200 Millionen Bleistiften rast mit einer unglaublichen Geschwindigkeit auf unsere liebe, geheiligte Erde zu. Ein Team um den besten Bohrspezialisten der Welt hat den Auftrag, mit Hilfe einer Atombombe das teuflische Monster zu pulverisieren. In 2 Tagen wird es soweit sein, denn Gott und unsere geheiligte Rettungsmission werden das drohende jüngste Gericht zu verhindern wissen. Da vorne ist der Asteroid. Ja, da können wir richtig zeigen, was wir können. Jungs, beeilt euch. Ihr habt nicht mehr so viel Zeit. Alles klar, dann zerlegen wir das Teil mal. Jawohl, auf geht's. Hier ist eine gute Stelle. Komm mal ran da mit dem Bohrer. Weißt du eigentlich, was du da tust, Harry? Ich mach das schon, AJ. Harry? Wir müssen auf 40.000 Umdrehungen hoch, sonst schaffen wir das nie. Bei der jetzigen Geschwindigkeit machen wir nur 4 Meter pro Sekunde. Wir brauchen aber 7. Blödsinn! Wenn du mir jemals vertraut hast, Harry, dann vertrau mir jetzt. Ach, mach was du willst. Okay, Rockhound, dann zeig mal, was die Mühle so hergibt. 220 Meter! 240! 250 Meter! Wir haben es geschafft! Oh nein, was ist das? Irgend so ein Affenkopf hat den WLAN-Empfänger zerstört. Da muss wohl einer von uns hier bleiben und die Atombombe manuell zünden. Tja, du weißt wohl, was das bedeutet, AJ. Schnick, Schnack, Schnuck. Schere schlägt Papier. Verdammt! Mach's gut, Harry. Ich pass auf deine Tochter auf.